Hallo, herzlich willkommen, liebe Kinder, zur Wuselstunde. Heute wieder auf dem Ponyhof Apfelblüte. Nein, nicht auf dem Ponyhof, aber wir lesen heute den zweiten Teil von Ponyhof Apfelblüte, Paulina und Lancelot. Hier sind die beiden auf dem Buch vom Löwe Verlag. Genau, und das ist geschrieben von Pippa Young. Wir hatten letztes Mal schon gelesen, dass Paulina und Lancelot ja eigentlich perfekte Springer sind und immer die Turniere gewinnen. Und jetzt stimmt irgendwas nicht mit Lancelot. Und der will einfach nicht springen und der bockt und der reißt die Stangen runter. Und ja, bin gespannt, ob wir erfahren, was der Grund ist. Also seid auch gespannt. Wir legen los. Abkühlung gefällig? Als Lena nach Hause kam, saß ihre Mutter über ein Manuskript gebeugt an ihrem Schreibtisch. »Warst du etwa den ganzen Tag im Haus?«, fragte Lena. »Ich fürchte ja«, sagte die Mutter, »aber dafür bin ich fast fertig.« »Gut, ich habe nämlich eine Idee«, sagte Lena. »Wie wär's mit einem Picknick im Garten? Es ist so ein schöner Tag, den solltest du nicht ganz verpassen.« Das Gesicht ihrer Mutter hellte sich auf. »Was für ein toller Vorschlag! Ich rufe Mrs. Kraft an und frage, ob sie uns Gesellschaft leisten will.« Mrs. Kraft war die ältere Dame, die in der anderen Hälfte des Hauses lebte. Sie war sehr freundlich und kannte jeden hier in Willow Springs. Lena und ihre Mutter deckten einen kleinen Holztisch im Schatten einer Linde für ihr Picknick. Mrs. Kraft brachte frisch gebackene Muffins mit, deren herrlicher Duft sich mit Rosen- und Pfefferminztee vermischte. Muckli fraß das Stückchen Schokomuffin, das Lena ihm anbot, wandte sich dann aber ab und stürzte sich auf einen vorbeikrabbelnden Käfer. Lena lachte. »Muckli hält sich doch manchmal für einen begnadeten Jäger, schaut mal!« Ihre Mutter lächelte. »Prima, dem schadet ein bisschen Bewegung gar nicht.« Lena entdeckte einen Ast mit einem vertrockneten Blatt daran. Sie hob ihn auf und wedelte vor Mowgli damit herum. Er schlug mit einer Pfote danach und kauerte sich dann mit zuckendem Schwanz auf den Boden. Als er sprang, zog Lena den Ast fort. Mowgli jagte ihm nach und er lief immer schneller im Kreis. Mrs. Kraft lachte. »Der ist ja verspielt wie ein junges Kätzchen«, sie zwinkerte. »Das geht mir auch manchmal so.« Mrs. Kennett kicherte. »Das ist auch gut so. Für Spaß sollte man nie zu alt sein.« Das erinnerte Lena an ihren Ausritt und wie gern doch die Ponys ihr kleines Spielchen mitgespielt hatten. Sie erzählte ihrer Mutter und Mrs. Kraft davon. »Paulina hätte auch mitkommen sollen«, fügte sie am Ende hinzu. »Ich bin sicher, ihrem Pony hätte das gefallen.« Mrs. Kennett nippte an ihrem Tee. »Paulina, ist das das Mädchen vom Wettkampf gestern, das mit dem braunen Pony?« »Lancelot ist ein Fuchs.« Lena war stolz, ihrer Mutter den Fachausdruck sagen zu können. »Und ja, das waren sie.« Sie zögerte. »Ich fürchte, Lancelot hat langsam genug vom Springen.« Sie beschrieb Paulinas erfolgloses Training und wie Lancelot sich danach benommen hatte. »Ich verstehe«, sagte Mrs. Kennett. »Ich bin sicher, Paulina ist eine ganz hervorragende Reiterin und würde Lancelot niemals absichtlich etwas Schlechtes tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ponys Abwechslung genauso mögen wie wir Menschen. Ab und zu macht es Spaß, einfach mal etwas anderes zu tun.« »Ja, wie beispielsweise ein Picknick im Garten«, bekräftigt Mrs. Kraft. Lena nickte. »Wahrscheinlich schon.« Dann griff Mowgli ihre Schnürsenkel an und kichernd vergaß sie Paulina und Lancelot für eine Weile. Ich zeige euch eine Zeichnung hier von Mowgli und den Schnürsenkeln. Am nächsten Nachmittag machte sich Lena gerade fertig, um zu den Ställen zu fahren, als das Telefon klingelte. Ihre Mutter ging ran und als sie wieder auflegte, sah Mrs. Kennett etwas verwirrt aus. »Gibt es in der Nähe des Ponyhofs ein Schwimmbad?«, fragte sie. »Oh,
Oder vielleicht einen Teich? Lena sah vom Schuhbinden auf. Nein, sagte sie. Wieso? Ja, Miss Marle hat eben angerufen und gesagt, du sollst heute deinen Badeanzug mitbringen. Wirklich? Lena strahlte. Vielleicht bauen wir einen Ausritt zum Fluss? Vielleicht. Ihre Mutter lächelte. Na, dann lauf mal schnell und hol deine Badesachen. Lena steckte ihren Badeanzug in ihre Umhängetasche und fuhr mit dem Rad den Hügel hinauf zum Ponyhof Apfelblüte. Als sie ankam, fegten Juli und Lotte gerade den Hof. Es war ein heißer Tag und beide sahen verschwitzt und müde aus. Es wird dir wahrscheinlich leid tun, dass du heute überhaupt hergekommen bist. Juli stützte sich auf ihren Besen, während Lena näher kam. Mama hat nämlich beschlossen, dass der ganze Hof einen ordentlichen Frühjahrsputz nötig hat. Sie kräuselte ihre Nase. Ich habe ihr gesagt, dass es dafür im Sommer eigentlich schon zu spät ist. Aber das hat sie nicht gelten lassen. Mrs. Marle kam gerade im richtigen Moment herbei, um den letzten Satz noch zu hören. Zurück an die Arbeit, Juli, sagte sie knapp. Und du? Sie winkte Lena, ihr zum Materialschuppen zu folgen. Im Vorbeigehen warf Lena einen sehnsüchtigen Blick auf Samsons Box. Sein Kopf spitzte über die Stalltür. Und Lena konnte ihn geradezu sagen hören, »Komm, lass uns ausreiten!« Mrs. Marle bemerkte ihren Blick. »Ja, Pferde sind nicht bloß Spaß, weißt du?« erinnerte sie Lena. Auf dem Hof gibt es immer etwas zu tun. Ich weiß, sagte Lena schnell. Was soll ich denn erledigen? Mrs. Marle gab ihr eine lange Liste mit Aufgaben und Lena arbeitete härter als bisher. Sie jätete Unkraut, sie putzte die Stallfenster und sie schaffte den Misthaufen fort. Juli und Lotte hatten genauso viel zu tun und die drei kamen nicht dazu, miteinander zu sprechen, bis alles getan war. Mrs. Marle kam mit einem Krug eiskalter Limonade wieder. Gute Arbeit, Mädels, sagte sie. Kommt, nehmt euch ein Glas und dann zieht eure Badesachen an. Wozu brauchen wir unsere Badesachen? Lotte trank einen großen Schluck aus ihrem Glas. Mrs. Marle zwinkerte ihr zu. Oh, das werdet ihr schon noch sehen. Lena und die beiden anderen Mädchen tauschten neugierige Blicke. Nachdem sie ausgetrunken hatten, liefen sie schnell in die Sattelkammer und zogen sich um. Als sie herauskamen, stand Samson angebunden in der Nähe des Apfelbaums. Mrs. Marle wartete mit einem Gartenschlauch in der Hand neben dem Pony. Waschtag, verkündete sie und reichte Lena den Schlauch. Die Ponys sind alle überhitzt und schmutzig. Ich erwarte, dass sie blitzblank sind, wenn ihr fertig seid. Und sie zwinkerte ihr zu. Viel Spaß! Lena erriet, was Mrs. Marle meinte und lachte. Spitze! Sie drehte sich um und spritzte Lotte nass. Lotte quiekte und sprang davon. Doch dann hielt sie an. Hey, das fühlt sich toll an, sagte sie. Spritz mich nochmal an. Nein, zuerst mich. Juli drängte Lotte mit dem Ellbogen zur Seite. Mit erhobenem Zeigefinger mahnte Lena sie scherzhaft. Na, na, wer wird sich vordrängeln, der darf nicht mitspielen. Juli runzelte die Stirn. Kurz dachte Lena, sie wäre wütend. Tut mir leid, sagte Lena und ließ den Schlauch sinken. Ich wollte nur... Juli sprang nach vorn und riss ihr den Schlauch aus der Hand. Erwischt, sagte sie und spritzte Lena nass. Die kreischte, als das kalte Wasser sie traf. Juli zeigte Lena, wie man das Pferdeshampoo auf einen Schwamm gab und damit Samsons Fell einrieb, bis es schäumte. Dann spülte Lotte den Schaum mit dem Schlauch wieder ab. Samson schien das kühle Wasser ebenso zu gefallen wie den Mädchen. Er machte sogar das Maul auf, um ein paar Schlucke zu trinken. Als Samson blitzsauber war, nahm Mrs. Marle ihn mit und brachte Smarty nach draußen. Wieder machten sich die Mädchen ans Einschäumen und Waschen, aber wie Arbeit fühlte es sich nicht an.
Sie wuschen gerade Smarties Beine, als Paulina auf den Hof kam. Hallo, rief Lena und winkte. Willst du mithelfen? Ich habe bestimmt noch einen Badeanzug, den ich dir leihen kann, bot Juli an. Paulina lächelte. Hey, das sieht nach Spaß aus, aber ich muss mit Lancelot trainieren. Sie öffnete die Tür zu Lancelots Stall. Lotte zuckte mit den Schultern und hob den Wasserschlauch hoch zu Smarties Brust. Paulina weiß nicht, was sie verpasst. In dem Moment schnappte sich Smarty den Schlauch mit seinem Maul. Er schwang den Kopf hin und her und duschte alle drei Mädchen mit einem kräftigen Strahl. Hol ihn dir, rief Lena, vom Lachen schon ganz erschöpft. Smarty macht Randale. Während die drei dem frechen Pony den Schlauch wieder abjagten, führte Paulina Lancelot auf den Reitplatz. Juli winkte ihr. Viel Erfolg, rief sie. Danke. Paulina winkte zurück, hielt aber nicht an. Ein paar Minuten später war Goldstück an der Reihe. Lena rieb gerade Shampoo in die samtweiche Mähne des Palominos, als sie plötzlich das Krachen von Hindernisstangen hörten. Was war das? Fragte Lena erschrocken. Das klingt, als hätte Paulina Schwierigkeiten. Juli drehte den Wasserhahn zu. Wir sollten mal nach ihr sehen. Die drei ließen Goldstück am Apfelbaum stehen und rannten durch den Torbogen zum Springplatz. Ein Hindernis war komplett eingerissen. Die Stangen lagen in einem unordentlichen Haufen im Sand. Paulina saß mit einem bestürzten Gesichtsausdruck auf ihrem Pony. Lancelot ist richtig böse gegen die Stange gestoßen, rief sie. Ich glaube, er hat sich am Bein verletzt. Oh nein! Lena schaute zu Lancelot, der sehr unglücklich dreinblickte. Bist du sicher? Paulina sprang aus dem Sattel. Oh, komm schon, Lancelot, sagte sie mit tränennassem Gesicht. Sei in Ordnung, bitte. Sie führte das Pony ein paar Schritte nach vorn. Lancelot zuckte zusammen, als sein rechter Vorderhuf den Boden berührte und senkte den Kopf, als er auftrat. Er lahmt auf jeden Fall, sagte Juli. Bring ihn rein, ich hole Mama. Sie rannte davon. Lena und Lotte gingen neben Paulina, die Lancelot langsam über den Hof führte. Juli und ihre Mutter warteten schon, als sie am Stall ankamen. Julis ältere Schwester Isabel war auch bei ihnen. Was ist denn passiert? Fragte Mrs. Marle. Paulina erzählte von dem gerissenen Hindernis und Mrs. Marle beugte sich hinunter, um Lancelots Vorderbeine abzutasten. Es ist schlimm, flüsterte Paulina mit bebender Stimme. Ich werde es mir nie verzeihen, wenn er nicht mehr springen kann. Mrs. Marle erhob sich. Sein rechtes Vorderbein ist heiß und geschwollen. Und sie wandte sich mit ernstem Gesicht an Paulina. Also ich glaube, es ist keine schlimme Verletzung, aber wir sollten zur Sicherheit trotzdem den Tierarzt rufen. Während sie auf den Tierarzt warteten, zogen sich die Mädchen wieder ihre Reitkleidung an. Glaubst du, Lancelot ist okay? Fragte Lena Juli. Juli zuckte mit den Schultern. Das werden wir sehen. Die Tierärztin des Ortes, Ellie Forrest, war eine kleine, drahtige Frau mit blonder Igelfrisur. Sie hörte sich Paulinas Bericht an, untersuchte die Beine des Ponys und machte sogar ein paar Röntgenaufnahmen mit ihrem mobilen Apparat. Lancelot stand mit hängendem Kopf ganz still und hatte das verletzte Bein nur ganz sanft auf die Pflastersteine aufgestellt. Paulina streichelte seine Stirn und hielt ihn am Halfter. Das sieht mir nach einer Prellung aus, sagte Miss Forrest, nachdem sie die Röntgenbilder studiert hatte. Das Bein wird ihm ziemlich wehtun. Darum gebe ich dir ein Schmerzpulver, das du in sein Futter mischen kannst.
Sie wies Paulina auch an, Lancelot für mindestens eine Woche im Stall zu lassen und ihn danach eine weitere Woche nur an der Hand herumzuführen. Daraufhin dürfe er in der folgenden Woche wieder mit leichtem Training beginnen. Paulina machte ein langes Gesicht. »Das sind ja 3 Wochen«, rief sie. »Da verpassen wir 2 Turniere. Was ist, wenn er vergisst, wie man springt?« Miss Forrest blickte erstaunt rein. »Also ich glaube, darüber musst du dir keine Sorgen machen.« Sie packte ihre Arzttasche zusammen. »Er muss erst vollständig gesund sein, bevor er wieder springen darf. Ruf mich an, wenn es Probleme gibt.« »Vielen Dank, Ellie«, sagte Mrs. Marle. Als die Tierärztin den Hof verließ, zupfte Lotte an Paulinas Armel. »Schau mal, dein Papa ist da«, sagte sie, »und deine Brüder.« Lena drehte sich um. Ein großer Mann mit glänzender Glatze kam auf den Hof geeilt. 3 Jungs folgten ihm. Die beiden Älteren waren Teenager, der Jüngere schien in etwa so alt zu sein wie Paulina. Und alle 3 trugen weiße Tenniskleidung und hatten das gleiche lockige, dunkle Haar wie Paulina. »Ja, ich habe daheim angerufen und erzählt, was passiert ist«, erklärte Paulina und stellte dann ihren Vater, Mr. Wells, vor. »Und das sind meine Brüder«, fügte sie hinzu, »Thomas, Alex und Peter.« »Ich bin ihr Zwillingsbruder«, verkündete Peter. »Du hast einen Zwillingsbruder«, rief Lena aus, »das ist ja cool. Wieso hast du uns denn nie was gesagt?« Paulina zuckte mit den Schultern. »Glaub mir, einen Zwillingsbruder zu haben, ist gar nicht so cool, vor allem, wenn er so nervig ist wie meiner.« Peter streckte ihr grinsend die Zunge heraus. »Spielst du Tennis?«, fragte Lena ihn. In der Stadt hatte sie ein paar Mal mit ihrem Vater gespielt. Er nickte. »Ja, wir sind alle in der Juniormannschaft von Willow Springs, also alle außer Paulina. Sie spielt lieber mit Ponys, anstatt richtigen Sport zu machen.« Er blickte zu Lancelot. »Was hat dein Pferd denn eigentlich?« Paulina erzählte ihrer Familie, was genau passiert war. Als sie erwähnte, dass sie die beiden nächsten Turniere verpassen würde, machte ihr Vater ein besorgtes Gesicht. »Was für ein Pech«, sagte er, »schadet dem Pony eine so lange Pause nicht?« »Das macht ihm gar nichts«, versicherte Mrs. Marle. »Vielleicht tut Lancelot so eine kleine Verschnaufpause sogar ganz gut. Jeder braucht mal ein bisschen Urlaub, nicht wahr?« Mr. Wells gluckste. »Na, da haben Sie wohl recht.« »Kannst du zu den Turnieren nicht einfach ein anderes Pferd reiten?«, fragte Peter seine Schwester. Die funkelte ihn wütend an. »Ey, er ist ein Pony, kein Tennisschläger. Es wäre nicht dasselbe.« Mr. Wells sah auf seine Uhr. »Es ist schon fast Zeit fürs Abendessen«, sagte er. »Wir sollten aufbrechen.« »Wenn du weg musst, können wir auch Lancelot in seinen Stall bringen, Paulina«, bot Mrs. Marle an. »Danke«, Paulina umarmte ihr Pony fest. Oh. »Entschuldige, Lancelot, werde ganz schnell wieder gesund. Wir können bestimmt schon bald wieder springen.« Als Lena am nächsten Tag auf den Hof kam, rasten Hopp und Skip zur Begrüßung gleich auf sie zu. Die kleinen Hunde bellten und sprangen an ihr hoch und Lena streichelte sie. Sie blickte sich auf dem Hof um, war niemand zu sehen. Die meisten Boxen waren leer und die Türen standen offen. »Wo sind die denn alle?«, fragte Lena den Terrier. Sie vermutete, dass die meisten Ponys draußen auf der Koppel standen. Nur Lancelots Kopf hing über den Rand seiner Stalltür. »Hallo, Lancelot!« Lena lief hinüber, um das Pony zu streicheln. Er schnupperte halbherzig an ihrer Hand, seufzte dann und legte sein Kinn wieder auf die Tür. Lena konnte es nicht ertragen, ihn so traurig zu sehen.
Vielleicht würde eine richtig schöne Fellkur ihn aufmuntern. Sie eilte hinüber in die Sattelkammer und griff sich eine Bürste und eine Tüte mit Pferdeleckerli. Auf dem Weg zurück zu Lancelots Stall kamen die Hunde wieder auf sie zugerannt. Diesmal schleppte Skip einen zerknautschten Fußball an. In dem war absolut keine Luft mehr und Lena fragte sich, ob da wohl ein Pferd draufgetreten war. Skip ließ ihn zu Lenas Füßen fallen, bellte und wedelte so schnell mit dem Schwanz, dass er fast wie ein Propeller aussah. Lena schickte den Ball mit einem Tritt quer über den Hof. »Tut mir leid, Jungs, keine Zeit zum Spielen«, rief sie, als die Hunde den Ball hinterherjagten. Vorsichtig trat sie in Lancelots Stall. Das Pony schien sich über ihre Gesellschaft zu freuen. Als Lena sein glänzendes Fell bürstete, wandte es den Kopf und knabberte sanft an ihrem T-Shirt. Lena begann gerade mit Lancelots anderer Seite, als Juli auftauchte. »Was machst du da?«, fragte sie, auf die Stalltür gelehnt. »Ach, nur ein bisschen Zeit mit Lancelot verbringen. Er sieht so einsam aus.« Juli nickte. »Ihm ist wahrscheinlich auch langweilig. Ich glaube nicht, dass Paulina ihn heute besucht hat. Sie meinte, es hätte keinen Zweck, auf den Hof zu kommen, wenn sie nicht springen kann.« Auch wenn uns nur etwas einfallen würde, das ihn aufheitert. Lautes Gebell lenkte Lena ab. Hopp und Skip jagten noch immer dem zerknautschten Ball über den Hof nach. Ob Pferde wohl auch manchmal spielen wie Menschen und Hunde? Na klar, Juli grinste. Auf der Koppel spielen die Ponys die ganze Zeit miteinander. Lena wurde klar, dass Juli recht hatte. Sie hatte ja gesehen, wie die Ponys nach dem Ausritt herumgetollt waren und sich gegenseitig geneckt hatten. Smarty hatte gestern anscheinend auch ziemlich viel Spaß mit dem Gartenschlauch. Weißt du noch? Er hat ihn sich einfach geschnappt und uns nass gespritzt. Juli lachte. Stimmt. Vielleicht sollten wir den Schlauch in Lancelots Stall holen. Wirklich? Ein Augenblick lang war Lena total aufgeregt. Juli sah sie erschrocken an. Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Meine Mama wäre ja stinksauer, wenn er den Schlauch kaputt macht. Und außerdem würden wir seine Box fluten. Oh, Lena war enttäuscht. Hopp und Skip rannten derweil Richtung Reitplatz davon und kümmerten sich nicht mehr um den platten Ball. Lena lächelte. Ich habe eine Idee. Sie lief hinaus und holte den Fußball. Er war an einer Naht aufgeplatzt. Wenn man ihn auseinanderzog, dann war darin viel Platz. Sie öffnete die Tüte mit Pferdeleckerli und steckte ein paar davon in den Hohlraum des Balls. Dann drückte sie die Öffnung wieder zusammen, sodass sie nicht herausfallen konnten. »Da, Lancelot«, sagte sie, »versuch mal an das Versteck zu kommen.« Sie warf den Ball auf den Stallboden. Das Pony senkte den Kopf und schnupperte daran. Es roch die Leckerlis sofort und stupste den Ball mit der Nase an. Zuerst passierte nichts. Aber beim zweiten Stoß fiel ein Keks heraus. Lancelot verputzte ihn und gab dem Fußball einen ganz starken Schubs. Er rollte davon, verlor dabei aber kein Leckerli. Lancelot stupste mit dem gesunden Bein dagegen und angelte sich so einen weiteren Keks. Er sah zu den Mädchen hoch, als wollte er sagen, »Hey, das macht Spaß!« Lena und Juli sahen dem Pony kichern dabei zu, wie es den Ball durch die Box trieb. Plötzlich sah er gar nicht mehr gelangweilt aus. Seine Ohren waren gespitzt und seine Augen leuchteten. »Ich wünschte, Paulina könnte sehen, wie vergnügt er jetzt aussieht«, sagte Lena. »Dann würde sie sich vielleicht auch besser fühlen.«
Ich habe ihre Telefonnummer nicht und Mama ist beim Einkaufen, sodass wir sie nicht danach fragen können, sagte Juli. Dann müssen wir es ihr wohl morgen erzählen. Lena konnte es kaum erwarten. Paulina würde begeistert sein. Am nächsten Tag stand Lena mit ihrer Mutter beim Gemüsehändler, als sie ihren Namen hörte. Sie blickte auf und sah Paulina zu ihr herüberwinken. Peter stand neben ihr. Hallo! Lena bahnte sich einen Weg durch die Kisten voll Gemüse zu den Zwillingen. Wie geht's Lancelot heute? Paulina zuckte mit den Schultern. Mrs. Marle hat heute mit meinem Vater telefoniert und gesagt, dass es ihm gut geht. Ich war heute nicht im Stall. Oh, sagte Lena. Ich war gestern dort und rate mal, was wir gemacht haben. Sie erzählte ihr alles über das Spielzeug, das sie für das Pony erfunden hatte. Peter hörte interessiert zu. Ein Pferd, das Ball spielt, er lachte. Vielleicht können wir ihm ja auch noch beibringen, einen Tennisschläger zu halten. Paulina rollte genervt mit den Augen. An Lena gewandt, sagte sie: Das ist lieb, danke, dass du versuchst, Lancelot aufzumuntern. Seufzte. Aber bis er wieder springen darf, wird ihm vermutlich nicht so richtig was Freude machen. Ich weiß, dass er gerne springt, sagte Lena. Aber der Fußball scheint ihm auch gefallen zu haben. Paulina lächelte höflich. Aber Lena konnte sehen, dass die ganze Fußballsache sie nicht sonderlich interessierte. Ich hoffe, er erholt sich bald wieder, sagte Paulina. Sonst werden wir beide noch verrückt. Lena nickte. Kommst du heute noch zum Hof? Ich fahre später noch hin. Ach, vielleicht. Paulina klang nicht sehr überzeugt. Als Lena am Nachmittag auf den Hof kam, war von Paulina keine Spur zu sehen. Aber Juli stand mit einer hübschen haselnussbraunen Stute mit weißen Fesseln auf dem Hof. Reitest du heute Lady? Fragte Lena überrascht. Die Stute war der Turnierstar von Julis Schwester. Eigentlich ritt sie niemand außer Isabel. Juli schüttelte den Kopf. Isa holt nur schnell ihren Helm, sagte sie. Und ich werde ein paar Hindernisse für sie aufstellen. Willst du mir helfen? Lena dachte zurück an ihren allerersten Tag auf dem Ponyhof und lächelte. Damals hatte ihr Juli nämlich verboten, die Hürden überhaupt anzufassen. In wenigen Wochen hatte sich so viel geändert. Isabel kam, den Helm unterm Kinn festzurrend, kurz darauf wieder. Die Mädchen gingen hinaus zum Reitplatz. Isabel stieg in den Sattel und wärmte Lady auf, während Juli und Lena einen kleinen Parcours aufbauten. Sobald Lady bereit war und gleichmäßig galoppierte, lenkte Isabel sie zu den Hindernissen. Lena beobachtete sie atemlos. Lady schien über dem Boden zu schweben und kam den Stangen nie zu nah. Isabel ritt wundervoll. Lena konnte nicht einmal erahnen, wann das Mädchen der Stute eine Hilfe gab. Ihre Hände und Beine bewegten sich scheinbar überhaupt nicht. Wow, flüsterte Lena zu Juli hinüber. Jetzt verstehe ich, wieso sie alle Turniere gewinnen. Ja, mehr sagte Juli nicht. Lena hoffte, dass sie Juli damit nicht traurig gemacht hatte. Sie wusste, dass Juli sich ihrer talentierten älteren Schwester oft unterlegen fühlte. Doch als sie einen Blick hinüberwarf, sah sie, dass Juli die beiden auf dem Platz nicht aus den Augen ließ und dabei lächelte. Nach dem Training ließ Isabel Lady anhalten und tätschelte der Stute den Hals. So, das reicht für heute. Sie blickte kurz zum Wald hinter der Koppel. Ich glaube, wir machen einen kleinen Spaziergang zum Abkühlen. Lady mag Ausritte? Lena war überrascht. Ich dachte, sie wäre ein Springpferd. Isabel lächelte.
Ja, aber das ist nicht das Einzige, was sie kann. Ab und zu möchte sie eine Abwechslung zum Springplatz und ich auch. Sie nahm die Zügel. Los, altes Mädchen, jetzt ist Spaß angesagt. Isabel und Lady ritten in Richtung Wanderweg und Lena und Juli gingen zurück auf den Hof. Im selben Moment kam Paulina durch den großen Torbogen. Ey, du bist doch gekommen! Lena rannte hinüber, um sie zu begrüßen. Da wird sich Lancelot unheimlich freuen, dich zu sehen. Paulina biss sich auf die Lippe und blickte zu ihrem Pony, das aus seiner Stalltür schaute. Ich hoffe, er denkt jetzt nicht, dass wir heute springen, sagte sie. Wenn er ungeduldig wird, verletzt er sich vielleicht noch mehr. Ich bin sicher, er kommt damit klar. Paulina nickte nur wenig überzeugt. Sie ging hinüber und streichelte ihrem Pony sanft über die Nase. Tut mir so leid, Lancelot, sagte sie traurig. Ich weiß, wie sehr du es hasst, im Stall eingesperrt zu sein. Aber keine Sorge, bald springen wir wieder. Der platte Fußball lag gleich neben Lancelots Tür. Lena hob ihn auf und befüllte ihn wieder mit Leckerli. Schau mal, sagte sie zu Paulina. Sie warf das Spielzeug in den Stall. Lancelots Ohren schossen nach vorn und er schnaubte. Dann beugte er sich hinunter und stupste den Ball an. Er rollte ihn so lange herum, bis ein Keks herausfiel. Paulina sah fasziniert zu. Das ist ja komisch, sagte sie. Der sieht ja wirklich aus, als würde er spielen. Das tut er doch auch, sagte Lena. Genau wie mein Kater mit einem Ast oder einem Käfer spielt. Oder Hopp und Skip mit dem Ball. Oder Smarty mit dem Gartenschlauch. Juli nickte. Auf der Weide spielen die Ponys auch miteinander. Jeder spielt doch gern, oder? Oh, so habe ich das noch nie gesehen. Paulina warf den anderen Mädchen einen beeindruckten Blick zu. Und da seid ihr beide alleine draufgekommen? Nein, das war Lenas Idee, sagte Juli. Lena zuckte mit den Schultern. Nachdem ihr klar geworden war, dass Lancelot gern ein Spielzeug zur Ablenkung hätte, war es ganz leicht. Ich bin einfach froh, dass es ihn aufgeheitert hat. Paulina lächelte. Ich auch. Danke, Lena. Als Lena am nächsten Tag zum Ponyhof kam, war Paulina schon da. Hallo, rief Paulina und kam angelaufen. Oh, ich bin froh, dass du da bist. Vielleicht könntest du mir helfen, Lancelot ein bisschen zu unterhalten. Ja, klar. Lena folgte ihr zur Box des Ponys. Und womit fangen wir an? Wir könnten ihn zuerst so richtig schön striegeln. Nur weil er an keinem Turnier teilnimmt, heißt das ja nicht, dass er nicht spitze aussehen kann, sagte Paulina mit einem Grinsen. Lena grinste zurück. Sie wusste, dass Lancelot jede Aufmerksamkeit genoss. Die nächste Stunde verbrachten die Mädchen damit, jedes Staubkörnchen von Lancelots dunklem kastanienbraunem Fell zu bürsten. Sie kämmten seine Mähne und seinen Schweif und seiften sogar ganz vorsichtig den weißen Stern auf seiner Stirn ein. Paulina bürstete gerade Lancelots Hinterbeine, als sie zu lachen anfing. Das ist mir noch nie aufgefallen, sagte sie. Aber immer, wenn ich seine Hinterbeine berühre, hebt er sein Vorderbein. Echt jetzt? Fragte Lena. Mach noch mal. Lena sah zu, wie Paulina mit der Bürste an Lancelots rechtem Hinterbein entlangfuhr und tatsächlich das Pony hob den linken Vorderhuf. Lena kicherte. Das ist so niedlich. Ja, nicht wahr? Paulina umarmte das Pony. Lancelot, du bist der Beste. Mrs. Marle schaute in den Stall. Ach, hier seid ihr, sagte sie. Ich dachte doch, ich hätte Gekicher gehört. Lancelot bekommt heute seinen Wellness-Tag, erklärte Lena. Und Paulina nickte. Das lenkt ihn davon ab, dass er nicht springen kann, verkündete sie.
Tolle Idee, Mädels. Mrs. Marle lächelte. Weiter so. Spaziergang mit Lancelot. Vorsicht, sagte Lena. Lass ihn nicht zu schnell gehen. Einige Tage waren vergangen. Lena, Juli und Lotte sahen Paulina zu, wie sie Lancelot behutsam aus dem Stall führte. Auch Mrs. Marle war da. Die Tierärztin meint, Lancelot sollte jetzt fit genug sein, um langsam wieder mit dem Training anzufangen, erzählte Mrs. Marle ihn. Zuerst spritzen wir sein Bein ab, dann kannst du ein wenig mit ihm spazieren gehen. Lena sah zu, wie Paulina mit dem Gartenschlauch kaltes Wasser über Lancelots verletztes Bein laufen ließ. Danach fuhr Mrs. Marle mit der Hand an seinem Bein entlang. »Wie fühlt es sich an?«, fragte Juli. »Viel besser«, ihre Mutter richtete sich wieder auf. »Die Schwellung ist zurückgegangen und seine Fessel ist kühl.« Lotte grinste. »Das ist ja fantastisch!« Mrs. Marle gab Lancelot einen Klaps. »Los, dann führ ihn mal ein paar Runden im Hof herum«, sagte sie zu Paulina. »Wenn sein Bein nicht wieder anschwillt, dann darf er morgen ein bisschen mehr machen.« »Prima«, Paulina zog am Fürstück. »Strick, komm, Großer, hier seht ihr ihn.« Mit Juli und Lotte im Schlepptau zogen sie und Lancelot los. Lena wollte auch gerade hinterher, da hielt Mrs. Marle sie zurück. »Wie wär's denn mit einer Reitstunde?«, bot sie an. »Ich habe gerade etwas Zeit, bis die nächsten Schüler kommen.« »Oh ja, gerne«, sagte Lena. »Ich hol Samson.« Bis sie das dunkelgraue Pony zur Aufstiegshilfe geführt hatte, war Lancelots Ausflug schon beendet. Paulina, Juli und Lotte kamen, um bei ihrer Reitstunde zuzusehen. Erst fühlte sich Lena bei einem so großen Publikum sehr unwohl. Aber schon bald waren ihre Freundinnen vergessen. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, Mrs. Marles Anweisungen genau zu befolgen. Nachdem Lena Samson im Schritt, Trab und Galopp geritten hatte, legte Mrs. Marle eine Reihe von Stangen auf den Sand. Lena trabte zweimal darüber und dachte auch daran, sich in die Steigbügel zu stemmen und gerade auszublicken. »Bist du bereit für einen weiteren Springversuch?«, fragte Mrs. Marle. »Unbedingt«, antwortete Lena. Sie konnte es kaum erwarten, wieder zu springen. Mrs. Marle stellte ein Kreuz auf, dessen niedrigster Punkt in der Mitte lag. »Reite einfach so, wie du es letztes Mal gemacht hast«, wies sie an. »Die Ferse nach unten, die Augen nach vorn.« Lena nickte und versetzte Samson in Trab. Sie konzentrierte sich darauf, ihre Ferse nach unten zu drücken und nur halb im Sattel zu sitzen. Samson erreichte das Hindernis und sprang darüber. Doch diesmal hörte Lena einen dumpfen Schlag und dann Geklapper. Sie blickte hinter sich und sah eine der Stangen auf dem Boden liegen. Das muss ich euch mal zeigen. Schaut, oh, wie die beiden da drüber springen. Und da seht ihr auch, wie die Stange runtergefallen ist. Hat er mit dem Hinterhof noch gerissen. »Was ist passiert?«, rief sie erschrocken beim Gedanken an Lancelots Verletzung. »Geht es Samson gut?« »Keine Sorge«, sagte Mrs. Marle. »Er hat nur mit den Vorderhufen die Stange gerissen.« Sie wandte sich an die anderen Mädchen. »Kann uns vielleicht jemand sagen, wieso?« Paulina hob ihre Hand. »Er ist schief gelaufen und dadurch an einer höheren Stelle des Kreuzes gelandet, anstatt in der Mitte.« Sie lächelte Lena zu. »Lancelot und mir ist dieser Fehler ständig passiert. Du darfst einfach nicht vergessen zu lenken.« Lena lachte erleichtert, dass nichts Ernsteres passiert war.
Ich muss ja nur so ungefähr an 50 Sachen denken, scherzte sie. Da kommt's auf eine mehr auch nicht an. Mrs. Marle lächelte. Probieren wir es nochmal. Diesmal dachte Lena etwas weniger an ihre Fersen und etwas mehr ans Lenken. Samson ritt genau auf die Mitte des Kreuzes zu und sprang sauber darüber. Es war wie Fliegen. Oh, das war unglaublich, rief Lena aus. Sie verstand sehr gut, warum Paulina Springreiten so sehr liebte. Nach dem kleinen Spaziergang im Hof schwoll Lancelots Bein nicht an. Also erlaubte Mrs. Marle am nächsten Tag, dass er ein bisschen weiterlaufen durfte. Nur ein kleiner Ausflug zum Wald und wieder zurück, sagte sie zu Paulina. Dann bekommt Lancelot was zu gucken. Lena war heute die einzige andere Reitschülerin auf dem Hof. Juli und Isabel besuchten ihre Großeltern und Lotte und Mia hatten heute anderes zu tun. Kann ich mitkommen? Fragte Lena. Na klar, sagte Paulina. Auf geht's. Sie führten Lancelot durch den Torbogen nach draußen. Hopp und Skip kamen auch mit, jagten vor und zurück und bellten begeistert Schmetterlinge an. Lancelot schien froh darüber, draußen zu sein. Er sah den Hunden beim Rennen zu und schlug mit dem Schweif nach Fliegen. Seine Ohren blieben keine Sekunde still, während er sich umsah. Sie gingen am verlassenen Reitplatz vorbei und folgten dem Pfad, der zwischen den Koppeln zum Wald führte. Paulina hielt an und ließ Lancelot einen Happen Gras fressen. Es fühlt sich irgendwie komisch an, so neben ihm herzulaufen, statt ihn zu reiten. Lena lächelte. So komisch ist es gar nicht, meinte sie dann. Du führst ihn sozusagen spazieren wie einen Hund, einen sehr großen Hund. Skip hatte einen Stock entdeckt. Er trug ihn schwanzwedelnd zu Hopp hinüber. Hopp sprang nach vorn, schnappte sich den Stock und flitzte davon. Skip hechtete ihm wild bellend nach. Ich kann gar nicht glauben, dass mir nie aufgefallen ist, wie gerne Tiere spielen, sagte Paulina, die den beiden Hunden zusah. Ich dachte immer, Lancelot wäre so verrückt aufs Springreiten wie ich, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Lancelot liebt das Springen, versicherte Lena. Das sagen alle. Ich weiß nicht, sagte Paulina zögerlich. Wir hatten auch schon vor dem Unfall unsere Probleme. Erinnerst du dich? Vielleicht hat er beschlossen, dass es ihm doch nicht so gefällt. Sie sah besorgt aus. Lena wollte sie beruhigen, wusste aber nicht so recht wie. Schließlich wusste sie so gut wie nichts über Wettkämpfe. Darum versuchte sie stattdessen, Paulina auf andere Gedanken zu bringen. Du, weil wir gerade von Spielen sprechen. Haben wir dir eigentlich schon erzählt, was wir neulich auf unserem Wanderausritt gemacht haben? Fragte sie. Paulina schüttelte den Kopf. Wir haben Folge dem Anführer gespielt. Lena beschrieb, wie sie zwischen den Bäumen hindurchgetrabt waren und wie viel Spaß es den Ponys gemacht hatte. Das klingt lustig, sagte Paulina mit einem Lächeln. Wenn es Lancelot besser geht, kommen wir vielleicht mal mit. Mittlerweile waren sie am Waldrand angekommen. Wir sollten lieber zurückgehen, sagte Lena. Nicht, dass wir Lancelots Bein zu sehr anstrengen. Paulina war einverstanden und wollte Lancelot wenden lassen. Doch das Pony stemmte seine Hufe in den Boden und starrte in den Wald. Paulina musste fester am Strick ziehen, bevor Lancelot den Rückweg zum Stall antrat. Siehst du? Er hat gehört, wie wir über das Spiel gesprochen haben, sagte Paulina lachend. Er würde am liebsten gleich losreiten und es ausprobieren. Ein paar Tage später sah Lena Mrs. Marle zu, wie sie noch einmal Lancelots Bein untersuchte.
Und? Fragte Juli. Ist er fit genug zum Reiten? Lena blickte kurz zu Paulina, die nervös wirkte. Lena drückte ihrer Freundin die Daumen. Mrs. Marle richtete sich wieder auf und lächelte. Ich glaube, er ist soweit, sagte sie. Du kannst ihm eine halbe Stunde auf dem Reitplatz geben. Mach erst einmal langsam, geh mit ihm Schritt und dann, wenn er sich wohlfühlt, kannst du ein bisschen traben, okay? Okay, Paulina zögerte. Muss ich auf dem Reitplatz reiten? Ich glaube, Lancelot würde gern einen kleinen Ausritt machen. Mrs. Marle schaute überrascht. Das geht in Ordnung. Sie blickte zu Lena und Juli. Warum sattelt ihr nicht auch auf und begleitet sie? Übertreibt es aber nicht. Bestimmt nicht, versprach Lena und Juli nickte. Kurz darauf waren Lancelot, Samson und Smarty gesattelt und startklar. Die Mädchen ritten in gemäßigtem Schritttempo am Reitplatz vorbei. Juli ritt vorn, Lena hinter ihr und Paulina bildete die Nachhut. Lena drehte sich im Sattel, um Paulina und ihr Pony zu sehen. Wie geht's, Lancelot? Gut, antwortete Paulina vorsichtig. Seine Ohren sind gespitzt, also gefällt es ihm wohl. Sie trotteten übers Feld und in den kühlen Schatten des Waldes. Juli wählte diesmal einen leichteren Weg als bei ihrem letzten Ausritt. Nach einer Weile erreichten sie eine Lichtung. Ein Baumstamm lag umgestürzt in der Mitte. Oh, dieser Stamm ist die perfekte Hürde, sagte Juli. Ich werde es mal versuchen. Sie duckte sich zu ihrem Pony hinunter. Los, Smarty! Smarty trappte auf den Stamm zu und sprang in einer fließenden Bewegung darüber. Juli hielt an und schaute zurück. Willst du es auch probieren, Lena? Fragte sie. Lena fühlte, wie ihr Puls beschleunigte. Der Baumstamm sah höher und sehr viel massiver aus als die Hindernisse, über die sie bisher gesprungen war. Aber sie nickte. Sie nahm die Zügel straffer und versetzte Samson in Trab. Das Pony richtete seine Ohren nach vorn und wurde schneller. Lena wollte an den Zügeln ziehen, um ihn zu bremsen. Lass ihn laufen, rief Paulina von hinten. Er will nur Schwung holen. Lena ließ die Zügel wieder locker. Sie versuchte, sich an alles zu erinnern, was Miss Marley ihr erklärt hatte. Fersen nach unten, Augen nach vorn, Hände ruhig. Samson sprang unter ihr ab. Und sie flogen. Juhu, rief Lena, als sie wieder landeten. Das war so toll. Sie gab Samson einen anerkennenden Klaps. Das Pony schnaubte und tänzelte ein paar Schritte vorwärts, als wäre es selbst stolz auf sich. Was ist mit dir? Juli sah zu Paulina. Du bist dran. Paulina schüttelte den Kopf. Lieber nicht. Warum nicht? Fragte Juli. Lancelots Bein geht es doch wieder gut und es ist nur ein kleiner Hüpfer. Wirklich? Mir kam er ziemlich groß vor, rief Lena. Da musste Paulina lächeln, aber sie schüttelte wieder den Kopf. Ich bin nicht sicher, ob Lancelot das möchte, sagte sie. Vielleicht will er gar nicht mehr springen. Juli blickte verwirrt rein. Aber Lancelot hat Springreiten doch immer geliebt. Lena vermutete, dass Paulina an ihre Unterhaltung von vor ein paar Tagen dachte, als sie über Lancelots Fehler in den Wettkämpfen gesprochen hatten. Glaubte Paulina wirklich, Lancelot würde vielleicht nie wieder springen wollen? Diesmal konnte Lena einfach nicht anders, als Paulina ihre Meinung zu sagen.
Dann wusste sie eben nicht viel über Springreiten. Na und? Sie wusste immerhin ein bisschen etwas über Ponys und sie lernte jeden Tag dazu. Ich glaube nicht, dass Lancelot aufgehört, Springreiten zu mögen, sagte Lena. Er wollte nur ab und zu etwas anderes tun. Ein bisschen Abwechslung und Spaß haben. Sie lächelte. Glaub mir, es hat Spaß gemacht, über den Stamm zu springen. Paulina sah noch nicht überzeugt aus. Sie biss sich auf die Unterlippe, starrte zum Baumstamm hinüber und dann auf ihr Pony. Vielleicht könnten wir es ja mal versuchen, sagte sie schließlich. Sie trieb Lancelot zum Trab an. Er sah den Stamm vor sich und spitzte die Ohren. Bei den letzten zwei Schritten fiel er in leichten Galopp und schwebte über das Hindernis. Hurra! Jubelte Lena, als Lancelot landete. Das sah sagenhaft aus. Paulina grinste von einem Ohr zum anderen. Es fühlte sich auch sagenhaft an, verkündete Paulina und gab ihrem Pony einen liebevollen Klaps. Ich glaube, Lancelot hat es auch gefallen. Natürlich hat es das, sagte Juli. Er freut sich, dass er wieder springen kann. Ihr werdet schon sehr bald wieder auf dem Siegerpodest stehen. Paulina lächelte. Das ist gut. Aber ab jetzt werde ich darauf achten, es mit unseren Übungsstunden nicht zu übertreiben. Einmal die Woche reicht locker. Den Rest der Zeit können wir Dressurreiten üben oder auch einfach etwas Lustiges machen, wie Folge dem Anführer spielen. Sie zwinkerte Lena zu. Wisst ihr was? Lasst uns das doch jetzt spielen. Ich bin der Anführer. Zurück auf dem Ponyhof striegelte Lena Samson und ging dann hinüber, um nach Lancelot zu sehen. Ist dein Bein wieder geschwollen? Fragte sie auf die Stalltür gestützt. Paulina bürstete gerade Lancelots Schweif und blickte hoch. Nein, ihm geht's prima. Sie tätschelte das Pony und lächelte Lena an. Danke, dass du mir geholfen hast, als er verletzt war. Gern geschehen, sagte Lena. Ich habe ja nicht viel gemacht. Oh doch, du hast mir geholfen zu erkennen, wieso Lancelot sich vor der Verletzung so merkwürdig benommen hat. Paulina machte ein ernstes Gesicht. Er hat nicht sein Talent zum Springen verloren. Ihm wurde es einfach zu langweilig, die ganze Zeit zu trainieren. Ach, darauf wärst du bestimmt auch selbst gekommen, sagte Lena und streichelte Lancelots samtigen Hals. Ich weiß nicht, Paulinas Augen funkelten. Erst hast du Juli in einen normalen Menschen verwandelt und nun hast du mir beigebracht, dass mein Pony ab und zu Spaß braucht. Sie lachte. Du kannst wohl jedes Problem lösen, Lena. Lena lächelte und gab Lancelot einen Klaps. Das ist nicht mein Verdienst, sagte sie. Alles, was ich weiß, haben mir Ponys beigebracht. Nun zeige ich euch ein letztes Bild. Und damit ist unser zweiter Band und der zweite Teil vom zweiten Band zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf dem Ponyhof Apfelblüte. Ich fand's schön und ich freue mich, wenn wir wieder auf den Ponyhof Apfelblüte gehen. Kommt ihr mit? Schaut im Kalender, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss, eure Kirsten Socher.